Ja, es geht jetzt um das Thema Testen von Hypothesen und wir haben zwei Hypothesen. Die eine Hypothese H0 soll heißen P gleich 0,5, die H1 P gleich 0,2 und wir wollen einen Test entwerfen mit M gleich 10 versuchen unter einem Signifikanzniveau von Alpha gleich 0,15, wo wir H0 gegen H1 testen. Und das Erste, was wir erkennen, ist, dass das H1 irgendwie kleiner ist als das H0, diese Aussage. Das heißt, Sie wissen ja, also H1 können wir jetzt uminterpretieren, dass P kleiner 0,5 ist. Ja, weil 0,2 eben kleiner 0,5 ist. Und das bedeutet, wir machen einen linksseitigen Test. Sie wissen, wenn man das hier als Gegenhypothese hat und das hier zu einem Pfeil ergänzt, ist das dann ein linksseitiger Test und dieser linksseitige Test, der erzeugt eine Wertetabelle und die Wertetabelle sieht dann so aus, dass Sie haben hier k und hier p von x kleiner gleich k und dann haben Sie hier 0, 1, 2, 3, 4, 5 und das geht dann so weiter, aber die Frage ist, viel mehr als 5 werde ich hoffentlich nicht brauchen, keine Ahnung. Also das wird vermutlich nicht viel mehr werden. So, und so sieht also die Wertetabelle aus und hier verwenden Sie also folgende Verteilung. Also Sie sagen, x ist die Anzahl der Erfolge, x ist b, das darf ich schreiben, darf ich das weiß machen. Also wir definieren eine Zufallsgröße, die b 10 0,5 verteilt ist, dann nehmen Sie die Wahrscheinlichkeit aus der H0. Das hier ist etwas, was Sie vor allem im Abitur schreiben müssen. Das ist im Abitur wichtig. Bei mir in der Prüfung ist das egal. Also ich kontrolliere nicht, ob Sie das geschrieben haben. Aber wie gesagt, abiturtechnisch ist das interessant, aber mich stört es nicht. Also x ist b 10 0,5 verteilt. Und jetzt rechne ich das mit dem Taschenrechner aus. Dann nehme ich halt jetzt hier den GTR. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Hier habe ich natürlich noch nichts drin. Also das heißt, Sie würden jetzt Menü 4 und so weiter machen. Ich mache was anderes. 10 0,5 x und da kriege ich eben jetzt eine Wertetabelle, die ich eventuell auch hinkriege. Ups. 1, 1. So. Jahre später. Gut, das heißt, ich habe hier eine Wertetabelle. Es hat mir zwei, deswegen hat es so lange gedauert, es hat mir zwei Wertetabellen angezeigt. Also der erste Wert ist 0 mit Ohren. Ja, das 0 mit Ohren weiß ich nicht mehr, ob das im Abi erlaubt ist. Ich mache es mal rot. Aber das soll eine Zahl sein, die gerundet 0 ist. Das heißt, eine Zahl, die so klein ist, dass wir gar nicht wissen, dass wir es nicht mehr auflösen können. Dann haben Sie hier ein 0,01. Dann haben wir hier ein 0,05. Vielleicht soll ich da aber drei Stellen nehmen. 0,007 wäre das. Also ich nehme mal hier lieber drei Stellen. Das ist 0,11. So, jetzt habe ich es aber endgültig richtig. Und dann habe ich hier die 0,55. Ich glaube, ich muss doch die Brille aufziehen, sonst sehe ich es nicht gescheit. Und dann habe ich hier die 0,171, okay, falsch gerundet, 0,172, 0,377, 0,623, so, sehen Sie, das sind die Größenordnungen, da brauche ich gar nicht weitermachen, also das heißt, die Tabelle brauchen Sie in der Prüfung auch nicht auszufüllen, nicht vollständig, also ein bisschen was sollten Sie mir schon anbieten, aber so groß muss das nicht sein. So, und jetzt habe ich die Tabelle und jetzt kommt hier in diese Tabelle irgendwo die Grenze zwischen zwischen Ablehnungsbereich und Nicht-Ablehnungsbereich rein. An welche Stelle kommt da die Grenze hin? Mal gucken, vorhin konnte ich sie ja hören, ja? Zwischen 2 und 3. Ja, völlig richtig. Warum kommt hier die Grenze rein? Weil wir da unsere Signifikanzniveau, es ist ja 0,15 überschritten haben. Völlig richtig, ja. Also das heißt, wenn irgendwo die 0,15 stünde, dann stünde sie hier an dieser Stelle. Damit habe ich hier die Grenze jetzt. Wo ist der Ablehnungsbereich, wo ist der Nicht-Ablehnungsbereich oder Annahmebereich? Also 0 bis 2 ist Ablehnung und dann ab 3 ist Annahme. Jawohl, so sieht es aus und das heißt, jetzt Sie würden mir vielleicht hinschreiben, also der Test
mir reicht das so. Ja, da sehe ich, dass Sie sagen, wenn Sie noch mal was hinschreiben wollen, dann würden Sie hinschreiben, Ablehnungsbereich ist so, wie Sie das gesagt haben, 0 bis 2. Und der Nicht-Ablehnungsbereich oder Annahmebereich ist 3 bis 10, ja? 0, 1, 2. Ja? Und das ist dann schon okay. Aber wie gesagt, abiturtechnisch müssen Sie beides aufschreiben. Für mich an der Hochschule ist egal, da sehe ich ja, dass Sie es verstanden haben. So, das wäre jetzt das Erstellen des Testes. Jetzt fehlt uns noch der Fehler zweiter Art, also das Beta. So, jetzt die Frage, wie komme ich zum Beta? Also die Wahrscheinlichkeit von 0,2 im Annahmebereich. So, was ist der ist? Der Annahmebereich ist das hier, was ist das ja, ist da? X große gleich 3, ja. Das heißt 1 minus ja, x genau. Sehr kleiner gut. Gleich 2. Jawohl, aber mit der Wahrscheinlichkeit 0,2, sehr gut. Ja. Von x kleiner gleich 2. Da müssen Sie aufpassen, da dürfen Sie nicht diesen Wert hier nehmen. Ja? 0,3. Oh, ist das dann gerundet? Ja. Ich habe das jetzt, ich glaube Ihnen das mal, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber es wird schon stimmen, wenn Sie das sagen. Ja, und das wäre jetzt mal eine Aufgabe zum Testen und Hypothesen. Gibt es zu der Aufgabe Fragen? Ja,